Beim Tübinger Neubürgerempfang haben sich jetzt rund 50 Vereine der Universitätsstadt im Foyer des LTT vorgestellt. Anschließend ging es in den großen Saal. Die neu zugezogenen bekamen dort eine kostenlose Theatervorführung zu sehen. Oberbürgermeister Boris Palmer begrüßte die Neubürger. Danach konnten sie sich das Stück Forever 27 anschauen. Das Musical von Heiner Kontschak behandelt den Rockmythos um den Club 27. Dort sind die Musiker vereinigt, die mit 27 Jahren gestorben sind. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse und Alexandra.